Ich selbst bin jetzt total im Zwist, weil man hat mir gesagt, ich darf 5 Minuten reden. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und was ich sagen wollte, ist so wichtig. Und dass ich damit zurechtkomme, habe ich es schriftlich. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich was schriftlich, also was ablesen würde, damit das auch als voller Gedanke reinkommt. Und das müsst ihr mir aber gestatten, sonst muss ich frei reden. Das ist frei. Aber es ist so wichtig, dass ich es, also es gibt, das Problem mit den Volksabstimmungen ist ja, dass es auf Länderebene, überall gibt es das, aber die obere Politik blockiert das am laufenden Bande. Und die Frage ist, wie kann man es hinkriegen, dass die obere Politik, dass man unabhängig von der oberen Politik das reinbekommt. Und da gibt es halt einen Gedanken und der ist einfach genial. Also aus meiner Sicht, ich muss ganz vorsichtig sagen, es gibt natürlich die Leute hier, die lachen sich da tot, weil die das alles schon kennen. Aber wir sind vielleicht eine neue Generation, die es wieder aufnimmt. Genau. Also das Problem ist, es ist eine besondere Zeitlage jetzt. Vor einem Jahr war 66 Jahre Grundgesetz. 33 Jahre im Volkszusammenhang sind ungefähr dasselbe wie 7 Jahre in der eigenen Biografie. Immer nach 33 Jahren werden die Dinge von einem neuen Impuls her ergriffen. Und zwar einfach in dem Volkszusammenhang dadurch, dass eine neue Generation die Sache übernimmt. Für die sind das, was die Alten gemacht haben, die Selbstverständlichkeiten, was machen wir draus? Dass daher kommt, dass wie im eigenen, nach 7 Jahren man immer neue Schritte gehen kann, weil man die Dinge aus höheren Kräften in die Hand nimmt, ist nach 33 Jahren im Volkszusammenhang, übernimmt eine neue Generation, die Dinge werden auf neue Weise getan. Und letztes Jahr war 66 Jahre Grundgesetz. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir sind jetzt 14 gegen dem Grundgesetz gegenüber. Und was macht man mit 14? Das Grundgesetz ist uns an den Hintern gelegt worden wie eine warme Windel. Das muss man mal so ganz vorsichtig sagen. Das Grundgesetz ist ja nicht bei uns entstanden durch eine verfassungsgebende Versammlung und alle haben sich überlegt, wie machen wir es, sondern es ist uns wie eine Windel an den Hintern gelegt worden und dann saßen wir da, ne, und die ersten 33 Jahre haben noch ganz stark die Besatzer oder wie man das nennen möchte, ja, und dann haben unsere Politiker wie die guten Lehrer in der Schule das Grundgesetz, das ist toll und so weiter, vor uns jetzt vertreten, ne? Und jetzt kommt die Zeit in der Schule ab 14. Da sind die Lehrer nichts wert, wenn sie auf ihre eigene Autorität setzen. In der Schule ab 14, da muss der Lehrer zur Seite treten und sagen, nicht mehr ich bin die Autorität, sondern die Autorität liegt in den Dingen selbst. Ne, der Lehrer muss zur Seite treten und einen mit der Autorität der Dinge selber, mit den Tatsachen verbinden. Und daraus kommt dann das, was mich leitet. Und das machen unsere Politiker jetzt tatsächlich, ich muss es mal ganz frech sagen, die können es gar nicht mehr vertreten, das Grundgesetz. Die werden auf dieser Ebene so schwach inzwischen, dass wir nur noch sagen, das kann doch gar nicht sein. Und da drinnen liegt die Aufgabe, es selbst zu übernehmen. Das ist der Punkt. Jetzt muss man, wenn man das Grundgesetz anguckt, ganz vorne drauf, ich habe es jetzt wieder vergessen, wir waren heute da beim Aufbau und Abbau von diesem Riesenplakat und überhaupt, wie das so geht. Ne? Wenn man vorne drauf guckt, steht was unglaublich Interessantes auf diesem Grundgesetz drauf. Da steht Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Da steht nicht drauf Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sondern Grundgesetz für die Bundesrepublik. Das heißt, die ist uns wirklich wie eine Windel an den Hintern gelegt worden. Das ist für uns gegeben und nicht von uns gemacht. Der letzte Satz im Grundgesetz heißt, den muss ich vorlesen, damit ich keinen Unsinn rede. Der letzte Satz heißt, Artikel 146, dieses Grundgesetz, welches für uns gemacht wurde, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Durch diesen Satz ist garantiert, dass das Volk der Souverän ist. Egal, was unsere Politiker machen. Durch diesen Satz
gilt, verliert sofort, also es verliert alles, was unsere Politiker jemals wollen oder die ganze Machtapparat, der da steht und gegen uns wirkt, verliert in dem Moment seine Gültigkeit, indem das deutsche Volk, wie sage ich schon, indem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Wir haben jetzt folgende bösartige, nein, sie ist, mein Name ist bös, Entschuldigung. Ist auch nicht meine Idee. Was ich jetzt erzähle, kommt aus einer ganz anderen Quelle, erzähle ich jedem privat. Weil ich bei 5 Minuten, ne? Wir haben vor, Folgendes zu machen. Wir wollen, dass das deutsche Volk seine eigene Souveränität einmal übt. Und insofern, und zwar dadurch, dass es sagt, wir erheben dieses Grundgesetz, was jetzt ist, eigenständig zur Verfassung. Das ist ein Souveränitätsakt. Wir sagen, wir erheben dieses Grundgesetz zur Verfassung. Ist uns nach 146 erlaubt. Eine riesige Volksabstimmung außerhalb der gesamten Politik, in der nur das passiert wird, dass nur das gemacht wird, das Grundgesetz zur Verfassung erheben, und zwar so, wie es jetzt ist. Nicht, dass wir lange rumdiskutieren. Wenn wir über die Verfassungsinhalte rumdiskutieren, sitzen wir in 200 Jahren noch da und haben uns nicht. Nur das zur Verfassung erheben. Das ist ein Souveränitätsakt 1a. Punkt. Damit ist das Grundgesetz nicht mehr gültig, aber alle Inhalte sind noch gültig. So, ne? So, jetzt geht's weiter. Damit dieser Souveränitätsakt aber auch erhalten bleibt, machen wir 3 Dinge rein. Das erste ist, na, wir ändern den Artikel 20.2. Im Artikel 20.2 des Grundgesetzes heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. So heißt das heute. Das Wort in Abstimmungen ändern wir in Volksabstimmungen, damit die Sache geklärt ist. Also, das heißt dann, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Volksabstimmungen ausgeübt. Wir machen eine Wahl, richtig wie eine Volksabstimmung, in der drin steht, wir erheben das Grundgesetz zur Verfassung und schreiben das rein, ab sofort gelten Volksabstimmungen. Punkt 1. Punkt 2, der reinkommt. Ab sofort werden alle wichtigen Richtungsentscheidungen in der Politik mit dem Volk abgesprochen. Das heißt, dann geht das ganze Ding auf Bundesebene. Und der dritte Punkt, die Verfassung ist ab sofort Volksangelegenheit. Das heißt, alle Verfassungsänderungen werden mit dem Volk abgemacht. Jetzt muss man sich vorstellen, eine Volksabstimmung außerhalb der Politik, wo alle Bürger, die Bürgern stinkt das inzwischen, diese Bevormundung von TTIP und sowas, bis da oben hin. Indem die Verfassung, das Grundgesetz zur Verfassung erhoben wird, mit den 3 Dingen, dann kann man agieren. Das ist für uns wie ein Schlüssel, wie ein Tor, was man öffnet, und danach kann man alle Probleme, die existieren, nach und nach durch Volksabstimmung lösen. Das ist unsere Idee und die habe ich jetzt vorgetragen. Danke, Ralf. Ich bin sehr froh, dass du freigesprochen hast. Also vorlesen, das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.